Ich hatte in den letzten Wochen so Phasen, wo ich echt traurig war, was mit unserem Land passiert. Also so gesellschaftlich, politisch. Ich meine, so viel Obdachlose auf der Straße. Ich glaube, im Buddhismus oder so gibt es so eine Weisheit oder einen Spruch: an der Zahl der Armen oder so erkennt man die Gesundheit einer Gesellschaft. Und in Köln, ich nehme an, dass das in allen Großstädten ist, ist das explodiert. Das ist Wahnsinn. Und zwei Menschen, die einfach vegetieren. Und das, was mal das Linke, die linke Ausrichtung war, also auch auf politischer Ebene, war ja, die Leute, die etwas sozial Schwächeren zu stärken und zu stützen. Und wenn ich das gucke, was da gerade passiert, die ganze Energiepolitik, die gerade stattfindet, ist doch nur, wir schießen uns nur Eigentore gerade. Und es fühlt sich an wie so eine Selbstgeißelung. Also ich habe ganz stark das Gefühl, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich finde es echt erschreckend, was passiert in unserem Land.